So, grüß Gott, ihr Lieben. Ich habe heute einen alten Weggefährter hier im Interview. Ich habe extra ihm zur Ehre den Hintergrund angepasst. Normalerweise mache ich das nie, dass ich vorm Greenscreen was mache. Aber heute habe ich es gemacht, weil da Heiko Schrang, lieber Heiko, wir haben ein geiles Erlebnis gehabt, wo wir zusammen auf der Bühne waren und im Prinzip eine der krassesten Sachen erlebt haben aller Zeiten vielleicht. Also zumindest in meinem Leben war es ein absolutes Highlight. Ja, grüß Gott miteinander! Wir haben es geschafft! Das ist unsere Kraft! Danke, dass du mein Herz kennst! Oh, mit Tag, Jeho Jassen! Wie war das für dich, hier diese Situation zu erleben in beide Richtungen? Die Polizei sagte mir, 1,3 Millionen hat es nachher wieder revidiert. 1,3 Millionen Menschen, die in Liebe zusammengekommen sind. Aber diesen Tag werde ich mein gesamtes Leben nicht vergessen. Und der ist so prägnant, also so tief in mir drin. Du kennst sowas vielleicht auch, wenn du überlegst, als Beispiel, wann hast du dies, das im Leben gemacht, dann hast du vielleicht mal eine Krankheit gehabt. Und ich habe festgestellt, ist dieser 1.8.2020 für mich der Grundstein ist. Von da gucke ich nach vorne und auch zurück, wann, wo, wie, was war. Also denke jetzt nicht nach, was war in der 10. Klasse oder was war 2001. Jeder hat ja so Momente. Und ich habe gespürt, wird auch so nie wiederkommen. Ich sage mal so, man kann es, selbst die ganzen Teilnehmer, die in Liebe, in Freiheit, in Dankbarkeit dort waren, selbst die, ich habe ja mit vielen Kontakt, die sagen, war der größte Moment, es war so eine Energie, die konntest du spüren, so dermaßen groß. Am 29.08. beispielsweise war sie nicht mehr so. Ne. Du weißt ja selber, wie das abgelaufen ist. Und jetzt sind wir noch auf der Bühne gewesen. Und ich bin Gott dankbar dafür, dass ich eine Rede noch halten durfte, einer von drei Rednern überhaupt, bevor die Polizei auf die Bühne kam. Dieser Moment hat sich aus meiner Sicht auch eingeprägt ins Bewusstsein. Und ich sage immer wieder, du kriegst ja die Zahnpaste nicht mehr aus der Tube raus oder umgedreht. Du kannst alles verbieten. Die haben ja, ich sage noch, Micha Ballweg und Leute inhaftiert. Schlimmste Art und Weise ist man ja gegen Freidenker wie uns vorgegangen. Und trotzdem kriegst du diese Energie, diese Liebe nicht mehr zurück. Und alle, die dabei waren, sind jederzeit in der Lage, das tief im Herzen, weil da Ruht ist, da ist es noch vorhanden, sofort aufzurufen. Und deswegen war das ein ganz, ganz großer Moment. Und aus meiner Sicht, irgendwann wird der Tag kommen, dass auch dieser Tag in die Geschichte eingehen wird. Ja, für mich ist er in die Geschichte eingegangen, auf jeden Fall. Und ich schaue es mir ab und zu mal an, so jedes Jahr mal oder so, wenn dann ein Weggefährte kommt, du mit Ja. deiner Kerze auf der Bühne, mich haben sie runtergetragen, ich habe mein Lied gesungen. Da gibt es ja so einen interessanten Fakt, wir haben einen Livestream vorbereitet gehabt und der lief nicht, weil er blockiert wurde. Aber in dem Moment, wo ich auf der Bühne war und mein Lied gesungen habe, dass ich bin schön, ich bin heil, in dem Moment, das habe ich dort gar nicht mitgekriegt, da startete plötzlich dieser Livestream für ein paar Sekunden, sodass mein Teil drauf war. Und das Ganze davor, 4 Stunden davor, lief nicht. Also irgendwas ist da mit der Schwingung passiert, sodass dann doch kurz der durchging. Das sind so Sachen, ich schaue mir das alles an, da sind so viele Wunder passiert. Und ja, absolut geil. Und wir haben uns gefühlt wie Rockstars. Also ich zumindest, wenn da auf der Bühne gestanden hat, da was geht jetzt hier ab, hier so viele Menschen habe ich noch Mehr nie geht nicht. gesehen. Mehr geht nicht. Also das war wirklich, das ist ein Ereignis. Ich habe aber auch gespürt, muss ich fairerweise sagen. Ich habe wirklich gespürt, dass es so nicht mehr wiederkommt, weil da sind verschiedenste Faktoren zueinander gekommen, muss man fairerweise sagen. Die Corona-Maßnahmen, die Unzufriedenheit von Woche zu Woche hat sich das ja aufgebaut. Du kennst ja selber, Hygienedemos und so weiter, wurde eigentlich immer größer. Und dort, dieses wunderschöne Wetter, Berlin, also das war so, alles ist kosmisch zusammengekommen, alle Energien von allen Seiten, zentriert an diesen Ort. Keine Konfession, völlig egal, ob du Jude, Moslem, Hindu, warst, Christ, was auch immer, alles war da und es war ein Riesenproblem für das System. Das hast du gemerkt. Die hätten auch nichts machen können. Ich bin ja damals auf der Bühne zu der Polizei, habe gesagt, was wollt ihr denn jetzt machen? Wollt ihr jetzt mit Panzer reinfahren? Wollt ihr jetzt mit Cruise Missiles da irgendwie reinschieben? Die waren ja völlig hilflos, die standen ja da. Ja, weil Und die Mitte der Gesellschaft auch da war. Die Leute, die da waren, das waren wirklich die guten Leute. Das wissen die auch, weil die sind auf andere Demos, wo Randgruppen sind. Aber da war die Mitte der Gesellschaft. Und da waren auch eher, sagen wir mal, Omas, Opas, Väter, Mütter und teilweise Kinder. Und die haben das ja gesehen, dass das keine Chaoten sind. Und deswegen ist es denen ja auch schwer gefallen, da Ja, einzugreifen. genau. Und Ja.
so wie wir uns als Rockstars für einen Moment fühlen durften, hast du jetzt die wirklichen Rockstars in einem Buch beleuchtet, gell? Deswegen sprechen wir heute miteinander, weil du hast nämlich ein sagenhaftes Buch geschrieben. Das habe ich jetzt größtenteils als Hörbuch genießen dürfen. Und da geht es darum, was ist eigentlich das Geheimnis der ganz großen Stars? Und erzähl mal, was hat dich dazu gebracht, dieses Buch zu schreiben? Erstmal bin ich mittlerweile ja so ein alter Hase, was mir nicht gefällt. Weißt du, ich komme manchmal vor wie so ein Typ mit so einem langen Bart, weil ich immer wieder höre, zum Beispiel, ich bringe mal gerne ein Beispiel, weil ich nicht wusste, Thomas Eglinski, der mich interviewt hat von Auf 1, sagte mir vor ungefähr 2 Wochen, dass mein Buch Die Jahrhundertlüge für ihn der absolute Augenöffner war. Und das Buch ist aus 2012. Das heißt also, ich habe, muss ich dir vorstellen, mindestens über 10 Jahre lang politische Dinge publiziert, aber bin ja schon viel länger dabei. Und ich bin der Meinung, dass politisch alles gesagt worden ist, aus meiner Sicht, okay? Für mich hat sich da nicht groß was verändert, auch wenn du sagst, naja, jetzt wird es so, der Konflikt ist jetzt Ukraine, ja, der war aber auch schon 2014 da. Und wenn du weiter zurückgehst, landest du auch immer auf diesen ewigen Konflikt. Aber ich will damit nur sagen, ich habe irgendwann gesagt, nee, du willst dich mit anderen Dingen auseinandersetzen. Und das, zu dem Buch bin ich gekommen wie die Jungfrau zum Kind. Also ich bin da ganz stolz, sagen zu dürfen, ich war gestern im Lager und es ist Tatsache so, seit jetzt ist das Buch physisch da. Es ist ja, wie du ja mitbekommen hast, auf Amazon ja vorbestellbar. Also es gibt es ja, also per heute, per Donnerstag gibt es das ja noch gar nicht. Erst ab morgen, und da ist es ja schon ein Bestseller, also Nummer 1, hätte ich nie gedacht. Also ich dachte, Wahnsinn, im Bereich Musikgeschichte. Und Platz 200 per heute aller Bücher überhaupt, sind Millionen von Büchern. Also auf gut Deutsch, es muss jetzt schon eine Mund-zu-Mund-Propaganda unterwegs sein, von lieben Menschen wie du wahrscheinlich. Warum? Weil ich natürlich Ausgewählten vorab schon Hörbuch geschickt habe, Namen darf ich jetzt nicht sagen, so ein paar sehr bekannte, du ja auch, aber auch ganz bekannte Persönlichkeiten dabei. Die haben also E-Book und Hörbuch Vorab-Version bekommen. Anders kann ich es nicht erklären, weil wir haben ja nie Werbung gemacht. Wie kommt es denn, dass so eine Nachfrage entsteht? Und die Geschichte ist eigentlich ganz niedlich mit dem Buch, wenn ich es mal so sagen darf. Ich habe also seit Jugendtagen an mich immer für die Story hinter der Story interessiert. Nicht nur politisch, auch bei Songs. Du hättest mit mir nie einen normalen Song hören können. Im Radio hätte ich immer gesagt, du Stefan, übrigens, der ist so und so entstanden. Und als die das gesungen haben, der Sänger, also John Denver beispielsweise, der hat ein Flugzeugunglück gehabt, 1993. Dazu gesagt, Wahnsinn. Und so ging die ganze Zeit. Dann hab ich immer wieder Stories erzählt. Und Friedrich Krüger, mein Freund und Geschäftspartner, der hat auch ein sehr erfolgreiches Buch geschrieben vor einem halben Jahr, das Ende der uns bekannten Welt, Ernst Wolf, auch ein bekannter Mann, hat das Vorwort bei ihm geschrieben und der sagte zu mir vor ca. 12 Monaten, mal Heiko, die ganzen Geschichten, die du mir so erzählst, über 432 Hertz, Dark Side of the Moon, Pink Floyd, wie ist denn Under Pressure entstanden und so weiter, schreib doch mal ein Buch. Werde ich nie vergessen, im Büro hat er mir gesagt, ich sage, du Friedrich, ich schreibe politische Bücher, spirituelle Bücher, mein letztes Buch vor einem Jahr, Neo, dein Schlüssel zur Freiheit, Rüdiger Dahlke hat Vorwort geschrieben, nur ein spirituelles Buch, also nur die ganzen Lebensweisheiten, Gesetzmäßigkeiten und so weiter. Sagt er so ganz klein, noch wie so ein kleiner Junge, Heiko, ich würde es aber lesen. Heiko sagt, okay Friedrich, dann schreibe ich das Buch für dich. Und interessant ist immer, das kann sich nur jemand vorstellen, der jemals Bücher geschrieben hat. Du hast die Idee, was willst du machen? Fängst grob an und dann strukturiert sich die Sache. Also für mich undenkbar, dass das Cover so entsteht und der Name des Buches ist erst vor ungefähr 8 Wochen entstanden. Also wie die Geburt eines Kindes, musst du dir vorstellen, wie sich die Sache so entwickelt. Und dass es so ein Selbstläufer wird, hätte ich nie gedacht. Vielleicht, weil Weihnachten noch ist. Also ich sag's dir, wie es ist. Wir werden morgen nachbestellen müssen, in die zweite Auflage gehen. Also die erste ist eigentlich noch nicht da und werden aber in die zweite Auflage gehen. Und wir reden ja nicht über ein paar hundert Bücher. Wir haben ein paar tausend Bücher schon drucken lassen. Nur am Rande. Ja, ist absolut genial. Also wenn ich jetzt das physische Buch sehe, das ist ja noch nicht bei mir angekommen, aber das hört heute. Seit heute, ich habe es eingeschmissen, extra für dich, ich war wirklich heute bei der Post. Und ich werde es auch nochmal lesen, obwohl ich es schon angehört habe, weil allein schon die Bilder da zu sehen, das fuchst mich schon. Und ich habe, also du hast übrigens einen hervorragenden Sprecher ausgewählt für das Hörbuch, das ist auch wichtig. Das Vorwort habe ich nur gedacht, oh, hoffentlich liest jetzt du die ganze Zeit. Aber wir haben das wirklich aber so gemacht. Der Sprecher, der war so gut und dann habe ich so Bock gekriegt auf diese Lieder, weil ein paar Sachen sind mir vorbeigegangen.
Zum Beispiel habe ich Beatles immer gehört, aber Beach Boys nicht. Und da hast du das in deinem Buch so beschrieben, was die Geschichte von den Beach Boys ist. Und da habe ich mir sofort die Beach Boys reinzogen und du hast mich da richtig belebt mit einigen Beschreibungen von den Künstlern. Und das war absolut ein Genuss, das anzuhören. Und ich freue mich jedes Mal, wenn ich Zeit habe, in dieses Hörbuch reinzuhören. Plus, dass dann ja wirklich auch ein paar echt krasse Geschichten dabei sind, wo man sagt, echt, das ist der rote Faden, der sich durch die ganzen Stars durchzieht. Also da ist da wirklich ein gutes Werk gelungen. Es ist ja so, man muss sich vorstellen, die Jahrhundertlüge, damals mein erstes Buch, viele haben ja gesagt, ist für die ein Standardwerk, ein Kultbuch. Es war nett, ja. Da ging es dann um Kennedy-Attentat, wie war Zweiter Weltkrieg, wurde finanziert, Erster Weltkrieg, Libyen, Afghanistan, Irak, also die ganze, also die großen Jahrhundertlügen in einem Buch zusammengefasst. Und das hier ist eigentlich aus meiner Sicht die Jahrhundertlüge der Musikindustrie. Und zwar, das ist ja nichts anderes. Heißt, wir sind genauso belogen worden, betrogen worden. Michael Jackson hat es gut auf den Punkt gebracht. Zitiert ja in einem Kapitel sehr ausführlich, wie er gesagt hat, wir haben eine Verschwörung der Musikindustrie. Die Geschichtsbücher sind gefälscht. Und er mit seiner Macht und seinem Geld wird die Sache aufdecken. Das ist ja nur ein Beispiel von vielen. Du warst drin. Ganz kurz eine Sache, die mir wichtig ist, dass die Sache in absoluter Liebe entstanden ist. Warum? Du musst dir vorstellen, alle Bücher von uns waren schwarz-weiß. Jedes Buch. Und du kannst ja mal in einen Copyshop gehen und sagst, mach mal eine Schwarz-Weiß-Kopie oder eine Farbkopie, okay? Das heißt, eine Farbkopie ist teurer. Das ist zum Beispiel David Bowie, als Beispiel Kapitel David Bowie. Das ist ein Bild von David Bowie. Das heißt, du hast ja ein viel weitaus hochwertigeres Buch schon alleine vom Druck. Roger Waters von Pink Floyd als Beispiel, bis ob du es siehst. Und so geht es die ganze Zeit. So hast du sie alle drin. Du hast von Eric Clapton, hier Bob Marley beispielsweise. So. Und es war mir so wichtig, dass in dem Buch so viel Liebe auch einfließt und Insiderwissen, hast du ja selber mitbekommen, was da für Dinger drin standen. Jetzt frage ich dich mal, gebe ich mal zurück die Frage, was war für dich denn beispielsweise das spannendste Kapitel bis jetzt, was du gelesen hast, wo du sagst, hey, das wusste ich gerade nicht. Ja, also was für mich interessant war, dass es Figuren gibt, die im Hintergrund sind. Dieser Crowley, der mehrere Leute wohl beeinflusst hat und auch das Gedankengut, der da der, dahinter steht, was da dahinter steht, das fand ich interessant, das zu beleuchten. Und ja, dass es eigentlich so ist, dass also in alle Kapitel eigentlich kommt es ja so mehr oder weniger rüber, dass die in einer gewissen Weise so unter Beobachtung stehen, dass die vielleicht bekannt wurden oder auch bekannt gemacht wurden, ja, dass die praktisch geformt wurden, zum Beispiel die Beatles, dass die extra praktisch umgeformt wurden von dem Manager, der sie dann zu den Good Boys gemacht hat. Aber am Ende gibt es immer wieder praktisch etwas, wo eine Macht wieder das einfordert, was sie zuvor vielleicht auch eingegeben hat. Also mein Eindruck ist, die werden oft zu den Stars gemacht. Und wenn sie dann praktisch diese Macht nutzen wollen, die sie dadurch gewinnen, kommt die erste Macht wieder und ja, bedroht sie und haut sie weg. Und dieses Grundgefühl, dass die Musiker bedroht sind durch diese Reichweite, die sie haben, das habe ich schon lange, aber durch das Buch wird mir das nochmal viel klarer, was das eigentlich für ein schwieriges Sein ist, wenn man mal da oben angekommen ist als Rockstar. Es ist gar nicht so einfach, da ja, sicher zu sein. Ich sag mal so, wir sind ja wirklich die Größten dabei. Du hast ja gesehen, von Elvis, Beatles, Michael Jackson, Prince und so weiter. Aber viel wichtiger ist, ich weiß selber, das wird leider wahrscheinlich wieder so sein. Ihr kennt das von der Jahrhundertlüge, dass dann das als, sage ich jetzt mal, hochinteressant wird, wie so ein Thriller lesen die Menschen das. Aber das ist mir nicht so wichtig. Natürlich ist es spannend, wenn du auf einmal liest, dass Jimi Hendrix nicht eines normalen Todes gestorben ist. Ich weiß nicht, ob du bei Jimi Hendrix schon warst, sondern höchstwahrscheinlich umgebracht worden ist. Bob Marley, bei Bob Marley wirst du feststellen, dass wahrscheinlich der CIA ihn umgebracht hat. Wo hörst du denn das? Und nicht einfach so behauptet, sondern das geht ja tief rein. Du hast ja ein riesen Quellenverzeichnis. Mir ist aber was anderes viel, viel wichtiger von Anfang an gewesen, zu sagen, dass in jedem selber, bei dir, ich meine, du machst ja viele schamanische Sachen, weißt du selber, hast auch Kontakt mit der Natur, in dir selber ist das Göttliche verborgen. In dir selber ist der Diamant, der zum Leuchten gebracht werden muss. In dir selber ist das Genie. Wir sagen, naja, Jimi Hendrix kann ich jetzt nicht. Und deswegen habe ich wirklich auch Künstler ausgesucht, die wirklich Mega-Genies sind oder waren auf Ja. ihrem Gebiet.
Und bin da auch reingegangen. Du hast die Geschichten ja gelesen, wie Little Bee, Little Bee entstanden ist, Lass es geschehen. Ne, wo die ja, Mutter das fand ich auch geil. Also die Stelle ist sehr spannend. Ich will jetzt nicht schon das vorab wegnehmen, aber die Stelle hat mir sehr gut gefallen. Ganz anders, als ich dachte. Und genau, auch genau. Die Wirkung daraus fand ich sehr spannend, dass, ja, dass, obwohl das so, also für mich eine super coole Geschichte ist, die eigentlich für manche dann so als Bedrohung aufgefasst wurde, dass sie eigentlich dagegen vorgehen wollte. Also das fand ich schon interessant. Genau, da sind ja viele Geschichten drin. Also man kann sagen, weiß ich nicht, bei den Songs, ganz bekannte Songs, die jeder kennt, wo die sagen, hey, da habe ich mich zum ersten Mal geküsst, da war ich verliebt, da war ich traurig, wurde ich enttäuscht, was auch immer. Und weil du gefragt hast, wie die Resonanz ist, hast du ja am Anfang unseres Gesprächs ja gefragt, vorab, finde ich total lustig. Da sind viele dabei. Schönen Gruß an Jochen an der Stelle, wenn er ein Interview sehen sollte. Jochen, kennst du noch von damals, der organisiert hat bei euch? Ja, der ja klar. Denken, muss? Genau. Der hat gesagt, du Heiko, ich war ja nur am Hören. Also du schreibst als Beispiel über Led Zeppelin. Dann waren die da in dem großen Anwesen, wo Stairway to Heaven entstanden ist und der Song. Und ich beschreibe es ja so, als ob du live dabei bist. Du bist ja nicht dabei. Du siehst ja richtig den Vorraum, den Kamin, beschreibe ich ja alle genau, wie das ablief, Schloss ähnlich. Und dann hat er gesagt, ich habe permanent immer einige bei YouTube den Song, den Song, den Song. Genau. Und so ging, dann erzählen sie mir alle, alle. Ja, alle, die mit dir gesprochen haben, immer parallel die Songs gleich aufgerufen, über die genau gleich. Das Gleiche war bei mir auch. Also absolut dankbar bin ich dafür, weil ich brauche immer wieder mal ein bisschen neue Musik, um mich wieder neu zu inspirieren. Und das sind dann so ganze Lebenslager, die da davon beeinflusst sind. Wenn ich dann zurückdenke, ah ja, da habe ich die Musik gehört und da die. Und manchmal geht mir das ein bisschen aus, da habe ich nichts Neues. Und jetzt durch das, dass du mir diese Lieder und diese Bands auf diese Art und Weise gezeigt hast, habe ich einen ganz anderen Zugang wieder zu den Songs und habe auch neue Songs gefunden. Die sind zwar Welthits, aber die habe ich ab und zu mal im Radio gehört, aber nicht bewusst ausgewählt auf Spotify oder so. Und jetzt, ja, jetzt mache ich das und das macht richtig Spaß. Also allein dafür war das Buch schon wert zu hören. Ich habe eine Notiz geguckt, das habe ich kurz weggeguckt. Und zwar war mir ganz wichtig, manchmal kommt eine Eingebung, kennst du, die Eingebung kam vorhin bei mir, wo ich dachte, Heiko, warum ist das so erfolgreich, obwohl das erst kommt am Freitag? Ich sage dir eins, es ist absolut generationsübergreifend. Das ist das Geheimnis. Ja. Wir haben eine Menge bewegt bei uns, ist ja klar, in der Bewegung. Aber im Endeffekt, muss man ehrlich sein, waren wir auch in einer gewissen Blase. Und du weißt selber, so Mainstream-Typen, da kannst du machen, was du willst. Die reden mit dir noch nicht mal. Die sagen einfach mal, das ist ein Verschwörungstheoretiker, das ist ein Ideologe, das ist ein rechter Esoteriker, was auch immer. Kennen wir ja alle. Hier ist es aber so, das ist als Beispiel die Generation meiner Mutter, die haben Elvis und Beatles gehört. So, jetzt wird dieser älteren Generation das Buch geschenkt. Die lesen auf einmal das Kapitel, zum Beispiel mit Let It Be und Yesterday, wurde auch erklärt von mir, wie es entstanden. Ja. Und bei Elvis auch Sachen und sagen, Wahnsinn, das ist meine Jugendzeit als Beispiel. Dann kommt die Pink Floyd-Sache. Pink Floyd ist ja eine große Band, ich meine, Dark Side of the Moon war ja, bevor Thriller auf den Markt kam, das meistverkaufteste Album aller Zeiten. Ich meine, dazu sagen, die haben richtig was bewegt. So, das ist die Generation, die jetzt ungefähr um die, sag ich jetzt mal, Anfang 60, 65 ist. Also die Generation davor, vor meinen Eltern beispielsweise, die gucken rein, Pink Floyd, Eric Clapton finden die dort und sehen ihre Jugend dort wieder. Dann gehst du rein, meine Generation, ich bin 69er Baujahr, Whitney Houston, Prince, Michael Jackson, findest du die wieder, okay? Und die noch jünger sind als ich, sogar 10 Jahre jünger, die finden auf immer Kurt Cobain von Nirvana, war ihr großes Idol. Ja. So Generation X. Und so meine These hast du ja sicherlich gelesen, wo ich gesagt habe, wie kann das sein, dass jemand, der voll mit Heroin war, bis zur Haarspitze oben, wie kann der sich überhaupt ein Gewehr anlegen und sich selbst in den Kopf schießen? Es ist nicht machbar. Ich beschreibe ja auch die Ärzte, die das alle widerlegt haben und so weiter. Also ich will damit sagen, deswegen glaube ich, ist das Buch von Interesse so für viele Menschen, weil es generationsübergreifend ist. Und jetzt wird spannend. Und es ist unverfänglich. Es ist jetzt nicht so, oh, das geht jetzt das AfD nah, oder keine Ahnung, ist die oder die Richtung. Nee, nee. Es ist einfach nur Musik. Und trotzdem, jetzt mal ein Geheimnis für deine Zuschauer oder überhaupt für uns alle, speziell Eric Clapton und Roger Waters, ich war persönlich beim Konzert in Berlin, ich schätze die extrem, die beiden Künstler, die waren ja total kritisch im Bereich Corona, aber richtig kritisch. Eric Clapton hat ja nun zwei große Songs gemacht, einmal mit Morrison und auf der anderen Seite hat Stand and Deliver
Und er selber hat sich ja richtig angelegt. Die sind ja wahnsinnig geworden, dass der große Eric Clapton da um die Ecke kommt. Und parallel hat Roger Waters, wie du ja weißt, bei der UN eine Rede gehalten, wo die Russen ihn zugeschaltet haben. Und deswegen wird er ja massiv bekämpft überall. Das heißt, in gewissem Maße, in kleinem Maße, ist trotzdem, ich sage jetzt mal, unser Wissen der Freiheit, der Freiheitsbewegung, findest du trotzdem leicht dort drin. Und deswegen glaube ich, es ist ein Türöffner für die Leute, mit denen du hättest nie reden können. Und deswegen glaube ich, ist das Buch so spannend. Ja, also ich bin auch überzeugt davon, dass du mit diesem Buch noch viel mehr Menschen erreichst außerhalb der Blase, als es bisher vielleicht möglich war. Und das kann natürlich ein Türöffner sein, dass die sagen, ja, was hat der sonst noch geschrieben oder überhaupt auch diese ganze Story. Ich meine, da, es wimmelt ja nur so von toten Musikern in deinem Buch und wie die alle zu Tode gekommen sind, ist also sowas von mysteriös. Also die Geschichte Kurt Cobain, das ist mir klar, nachdem ich das von deiner Worte da nochmal gehört habe, da war mir klar, das stinkt zum Himmel. Also der hat auf keinen Fall Selbstmord gemacht. Wenn er richtig, wenn er Namen benannt, ich sage ja nicht einfach ist so, dann hast du Ja. dir gehört sicherlich im Hörbuch. Richtig Namen. Wer hat dem das gesagt? Wer ist derjenige, der sich dann und dann getroffen hat? Wer hat der angeblich ihn umbringen soll, der ihn umbringen sollte? Wer hat ganz durch Zufall, nachdem er bei CNN ein Interview geben wollte, hat er auf einmal einen Unfall gehabt, wurde überfahren und so weiter. Also, das Ja. hörst du ja nirgendwo. Und genau so akribisch bin ich damals bei der 100-Lüge auch vorgegangen. Genau mit derselben Art bin ich ganz tief reingestiegen wie ein Maulwurf in diese Thematik. Und ich glaube, das ist hochspannend. Ne? Oder auch, was mir klar war, man kann nicht in der Badewanne bäuchlings ertrinken. Ich habe mir Genau. das auch schon, bevor du dann nochmal drüber gesprochen hast, dass das ja eine Frau in der Größe kann gar nicht sich so hinlegen, bäuchlings, dass das überhaupt funktionieren würde. Habe ich mir schon vorgestellt, und dann kommt genau noch die Aussage, dann hat er geil, aber wieder der richtige Riecher gehabt, dass das kann ja gar nicht sein. Ja, und das sind, Whitney Houston, du redest über Whitney Houston, das ist für die ja, Zuschauer jetzt ich wichtig. will nicht immer Über zu Whitney viel verraten, also ich will jetzt kein Spoiler machen, aber Houston. wenn du sagst, dann ist es gesagt. Ja, also auf jeden Fall, da sind so viele Geschichten drin, wo man merkt, das stinkt alles zum Himmel. Das kann nicht sein. Die offizielle Darstellung stimmt nicht. Und es gibt gute Gründe, warum gerade Michael Jackson, ich wusste nicht, dass der, oder ich habe es schon mal gehört, aber ich habe es nicht so gemerkt, dass der diese Beatles-Songs auch hatte und dass der da eine Milliarde wert war. Und da gibt es natürlich für viele Leute gute Gründe, so jemand wegzuhauen. Vor allem, wenn der mit dieser Macht von diesen Songs. Wenn der zum Beispiel sagt, ja gut, wenn ich lasse euch die Songs nicht mehr spielen, ja, da hat er ja ein Machtwerkzeug, wo er sagt, ihr dürft es nicht mehr spielen, wenn ihr nicht die Wahrheit berichtet. Ja, da gibt es schon einen Pfund irgendwo, wo für Aufmerksamkeit sorgt. Und wenn man sich das alles überlegt, was es für Gründe gibt, ja, und welches Wissen untergehalten werden muss oder was die für ein Spiel spielen müssen, damit die das offizielle Narrativ aufrechterhalten werden kann. Also da setzt sich sehr viel zusammen und ja, großartiges Werk, Heiko. Also vielen Dank, dass du Dankeschön. das Buch geschrieben hast. Ja, bin ich auch selber sehr froh drüber und auch dankbar und muss fairerweise sagen, meine viele Bücher schon geschrieben, aber aus meiner Sicht, wenn man mich fragen würde, aus meiner Sicht ist das beste Buch, beste ist immer so eine Sache. Warum? Weil diese Herzensangelegenheit, das weißt du, ist einfach Ja. rund auch positiv, weil du hast ja sicherlich am Ende gelesen, deine Berufung beispielsweise, da geht es um Energien, wir gehen ja noch viel weiter. Also ich sag mal so, das hat ein Spektrum, selbst die Typen, die sagen, ich stehe nur auf klassische Musik, das ist für mich göttlich. Selbst die finden dort ein Kapitel. Was ist klassische Musik? Warum hat es so eine Energie? Was hat es mit der Sphärenmusik zu tun? Was hat es mit Kepler zu tun? Was hat es mit Pythagoras zu tun? Mit Tesla, der sagte, denke in Vibration. Nada Brahmas Universum ist Klang, sagten die Inder ja schon immer. Also wir gehen ja ganz tief rein in alle diese Dinge am Ende des Buches. Deswegen sage ich ja, das Buch ist so für die. Nicht falsch verstehen jetzt, für die sagen, ich habe richtig Bock auf so einen richtig spannenden Thriller, wo ich schon schweißgebadet dann irgendwann mal da zu Hause sitze, weil ich sage, ist ja so spannend, ja, aber es hat auch aus meiner Sicht einen ganz großen Anspruch, geht noch ein Stückchen weiter, für alle die, die sagen, wo, naja, ist ja eigentlich nur Mord und Totschlag, so ungefähr, es war spannend, aber das andere finde ich besser. Selbst die finden das. Wie gesagt, die 432-Hertz-Verschwörung ist ja auch ein Kapitel, wo es dann darum geht und so weiter. Es wird alles abgedeckt. Also alles, was man sich vorstellen kann. Deswegen, das sind ja Leute wie Rüdiger Dahlke beispielsweise, kriegt vom Mitbuch zugeschickt, wir sind in Kontakt, andere Namen.
Also ich wusste nicht, wie viele Leute dazu stehen, zu dem Thema, die alle sagten, hey, finde ich hochinteressant. Und da war mir klar, dass es wirklich wie so ein trojanisches Pferd ist. Du kannst das Buch nehmen und darüber alle Menschen erreichen. Wir sind davon so überzeugt und übersetzen ins Englische und werden sogar Anfang des Jahres auf den amerikanischen Markt damit gehen, weil ich bin der Meinung, das ist ja ein internationales Thema, bezieht sich ja nicht nur auf Deutschland. Ja, also auf jeden Fall, das ist absolut cool, finde ich geile Idee, das auch auf Englisch zu machen. Und ich möchte nochmal Werbung machen für das Hörbuch, weil das wirklich gut gesprochen ist. Ich habe jetzt den Namen vergessen von dem Sprecher, aber Michael Senz, guter Freund, absolut Hörbuchsprecher, Klaus spitzemäßig Thaler. gesprochen. Der spricht zu Klaus Thaler und so weiter, super Typ. Kann ich nur sagen, danke, danke, wenn Michael das sehen sollte an dieser Stelle. Und jetzt kommt's. Ich selber erwische mich ja, dass ich mein eigenes Buch als Hörbuch im Auto höre. Also als ich gerade vom Training, weil ich war trainiert, hierher kam, kann ich genau sagen, habe ich Aleister Crowley gehört. Aleister Crowley, ich steige teilweise ein und überlege mir manchmal, auf was hast du jetzt Bock so richtig? Och, jetzt habe ich gerade Lust mal auf David Bowie. Ich höre ja nicht durch, jedes Mal von vorne bis Genau so hinten. habe ich es auch gemacht. Ja, ich glaube, was war denn so bei David Bowie los? Ja, selbst das war ja oberspannt, hast du ja sicherlich gelesen. Oder ich sage mal, auch jetzt habe ich mal Lust, was war mein Prinz so los? Dann gucke ich direkt da rein. Das macht total Spaß. Ja, also ich kann nur empfehlen, holt euch das Buch am besten in beide Ausfertigungen zum Lesen. Das werde ich auf jeden Fall jetzt noch genießen und als Hörbuch. Und es ist eine echte Bereicherung, sich das reinzuziehen. Es wird euch allen mit Sicherheit viel Freude machen. Da sind echt die Weltstars drin, die beste Musik, die ich so mir ausdenken kann, die kommt da drin vor. Und es sind spannende Geschichten dabei. Man lernt was dazu. Und auch zum Beispiel mein Steckenpferd war auch schon vor ein paar Jahren, das mit den 432 Hertz. Viele wissen das noch gar nicht. Also ich denke, auch das wird ja immer mehr zu den Menschen kommen. Und ja, sehr umfassend, sehr spannend. Und ja, vielen Dank, dass du so ein cooles Buch gemacht hast. Und ja, jetzt ab zum Besteller. Wo kann man es am besten bestellen? Bei uns im Shop, Virtube Shop, schön wäre, wenn du den Link bei dir unten einbauen könntest. Virtube Shop, da kannst du es bestellen bei uns direkt. Wir werden jetzt, kann ich jetzt mal verraten, ich habe gerade mit meinem Partner telefoniert. Wir haben ein paar hundert Stück signiert. Also ich bin gestern ins Lager extra gefahren, habe die signiert. Da werden wir eine Sonderedition machen, ist aber immer so, die ist sofort weg. Also wir werden nächste Woche irgendwann, guck mal auf meinem Telegram-Kanal bitte, also Heiko Schrank, Telegram-Kanal oder abonniert den kostenlosen Newsletter auf schrank.de. Aber ich will nur sagen, es gibt nächste Woche dann signierte Bücher persönlich und auf der anderen Seite direkt bei uns im Shop. Da kriegt da immer was, weil alle anderen müssen ja auch bei uns bestellen. Also selbst wenn er in euren Buchladen gehen sollte, ist zwar nett, ja, schön, aber selbst der bestellt er bei uns. Also wenn, dann kriegt er bei uns am längsten weg, wenn man so sagen darf. Ja. Ja, ich hoffe, meins hast du auch signiert, das kommt. Ja, aber weil ich gleich sagen muss, wir gehen, so sieht es aus, haben wir heute schon gesprochen mit dem Verlag und so weiter, Druckerei, wir gehen jetzt in die zweite Auflage, weil selbst Kopp, darf ich jetzt vielleicht das mal so sagen, Kopp, ich verrate nicht so viel, hat persönlich gesagt, dass er dem Buch, so wichtig an das Buch, eine halbe Seite widmet und das will schon was heißen, also in seinem großen Katalog, den er hat. Ich muss im Januar mal reingucken. Dort hat mir was gesagt, da kommt eine halbe Seite rein und das sagt mir alles. Also das heißt, die Ahnung haben von Büchern, die sind der Meinung, dass es anscheinend eine große Sache wird. Also müssen wir in die zweite Auflage gehen. Ja, sehr geil. Freut mich, macht Spaß und ja, ist spannend. Fast wie Alles eine klar. Überraschung sei. Gut, dann bedanke ich mich auch bei den Zuschauern, dass die das auch mal gehört haben und wünsche euch eine gute, energiereiche und entspannte Woche. Schön, dass wir uns mal gesehen haben, Stefan. Ja. Nach der langen Zeit mit deinem roten Shirt, heute mit dem weißen, aber es war Naja, was ich anderes. hatte ja nie ein rotes Shirt an, nur das eine Mal haben wir das gemacht, wo ich meinen ersten Demo-Besuch hatte. Und dann bin ich ja quasi berühmt worden als der Mann im roten Shirt, aber niemand wusste meinen Namen. Und dann habe ich den Bogen gespannt und habe gesagt, der Mann im roten Shirt, die ganze Hammer Idee. Geschichte. Und dann haben die Leute erst mal realisiert, wer ich bin. Aber das ist ja so mein übliches Design. Together we heal the earth inside. Ja, ich mache ja auch die Meditationen. Und helft die Leute in sich, die Welt zu verändern. Meiner Meinung nach der einzige Du, Weg. das ist der Weg. Ich weiß nicht, ob du das weißt, ganz kurz zum Schluss für die Zuschauer. Das ist der Weg. Wir haben ja auch genau diesen Weg eingeschlagen. Ich hatte ein Seminar in Polen gemacht, war sofort ausgebucht, da ging es nur. Wir haben meditiert. Du kannst dir nicht vorstellen, was wir dort, was die erlebt haben. Wir machen Coachings, weil das ist der Weg, nach innen zu gehen. Und ich finde auch schön, dass du das machst. Und viele
Bekannte von mir haben mich auch angesprochen, haben gesagt, kennst du den? Sag, na klar, kenne ich den. Gut. An dieser Stelle vielen Dank, Stefan, und vielleicht sehen wir uns, laufen wir uns mal über den Weg. Ne? Und alle, ja, liebe Grüße. Dankeschön, ciao. Danke euch nochmal, dass ihr das seht. Wow.